In der Staffel sagst du ja mal, man sieht nur mit den Augen gut, ne? Als kleine Variante zum kleinen Prinzen. Als Anspielung an Andrea Bocelli auch. Richtig. Den stummen Tenor, den viele zu Hause haben. Aber auch als Anspielung an Antoine de Saint-Exupéry, also an diesen kleinen Prinzen, ne? Ja, Ja. richtig. So, das wollte ich jetzt als elegante Überleitung haben zum Hörspiel zum Film. Ach, der Hörsturz zum Film. Ja. Jetzt auch als Spiel. Denn die Frage ist ja, braucht man diese scheiß Bilder überhaupt um diesen Film? Nicht zwingend. Nö, finde Es ich auch. gibt ja Menschen, die können nicht lesen, die haben es einfach nicht so mit dem Lesen oder sind zu faul. Ja. Dann gibt es Menschen, die haben es auch nicht so mit dem Gucken. Ja. Das sind Ältere oder Leute, die von der Natur aus, von Beginn an schon nicht so prachtvoll ausgestattet So. wurden. Und für alle die, das ist ja eine immer größer werdende Nische an Menschen, haben wir, glaube ich, dieses Hörspiel dann gemacht. Ja, es Wobei man ist. muss dazu sagen, es ist ja jetzt kein Hör, es ist ja nicht so, dass die ganzen Schauspieler sich jetzt in ein Studio gesetzt hätten und hätten. Doch, Doch, das genauso war war ein das. Riesenaufwand. Und das ist Riesenaufwand. alles nochmal Alles exakt nochmal exakt so so wie im wie im Film. Film. Ja. Nur dann eben als Hörspiel. Richtig. Das ist ja jetzt quasi das Pendant zum Stummfilm. Also es ist sozusagen Mit Ton. der Blindfilm. Aber mit Ton. Mit Ton. Genau. Weil Blinde können ja hören. Ja, aber es ist eben nicht der Stummfilm, sondern der Blindfilm. Richtig. So. Haben wir auch was für Tauben? Taube? Ja, diese Körner, aber die fressen nochmal Ja, die diese. können ja lesen. Da vertun sich ja immer viele. Taube können ja auch lesen. Und das alles, wer kauft das? In Breitschrift. Wir haben es auch in Breitschrift gemacht. Auf Mohnbrötchen. So, jetzt kann man das ja im Prinzip, also ich habe das jetzt nochmal gehört, man kann das einfach alles auch kapieren, ohne dass man dich sieht. Das stimmt ja nicht ganz, weil ich musste ja noch verbindende Sätze einsprechen. Das ist richtig, ja, aber die hast du ja einfach eingesprochen und jetzt kann man sich im Prinzip diesen Kino Quatsch einfach. schenken. Und man kann sich gegenseitig natürlich dieses Hörspiel auch schenken. Richtig. Und dann kauft man sich noch eine große Flasche Popcorn dazu und dann ist es ein richtig runder Abend. Und einen Kasten Chips. Der darf So. natürlich nicht. Carsten Schips, der hat ja auch Carsten mitgespielt. Schips, das ist ein Sehr ganz guter guter. Mann. Sehr Wir guter Mann. schweifen ab. Wir Sehr sollten an guter dieser Mann. Stelle mal einen Cut machen. Ja, Aber sehr der gut. Carsten, der schuldet mir auch noch 1.000 €. Ja, richtig gut ist der ja auch nicht. Ne? Ja, ein richtiges Ich Arschloch. muss den mal eben anrufen, den Carsten. Carsten, du Arschloch, ich krieg noch 1.000 € von dir. Jetzt Bjarne Ingmar Mädel. Achso, nee, Wie heißt der? was? Nee, also das ist ja jetzt so, was, Hörspiel, ja, ist jetzt auch so eine neue Erscheinung, ne? So ein Ding, wo man jetzt sagt, so, also wir haben ja zum Beispiel auch mal die Drehbücher rausgegeben zur Staffel 1 und 2 hat auch kein Mensch interessiert. Ne? Ist das so? Ja. Und trotzdem hast du dieses unternehmerische Risiko jetzt erneut Ja, abgewälzt, bin ich aber, ja. es mit dem Hörspiel zu Ja, versuchen. Warum? Darf das ja. einfach nicht fehlen? Ist das so ein Ja, das Merchandising? macht heute jeder, jeder. Jeder, der so eine Pommesbude hat, macht trotzdem gleichzeitig ein Hörspiel dazu und so. Und du Aber du hast doch denkst. eigentlich aufgrund deiner Befähigung, deines Talents, möchte ich fast sagen, hast du doch so ein Alleinstellungsmerkmal. Du bist ja eben nicht jeder. Warum fällst du trotzdem darauf rein, jeden Quatsch mitzumachen? Ich bin auch wirklich, ich bin Kommst auch vom so. Stamme Nimm, ne? Ja, da, Ja. wirklich, wenn einer an der Tür klingelt und sagt, wir möchten mit Ihnen über Gott reden, dann sind die drin und dann, also ich mache wirklich alles mit. Okay. Auch so ein Hör-Dings Sturz. da, das ist wirklich. Ist es Aber denn es, schön geworden? ja, es Würdest ist du sehr schön geworden. Es ist wunderschön geworden. Also ich finde es wirklich, Deine es Nase lohnt. wächst. Deine Nee, Nase es wächst. lohnt Ich kann sich. es hier aus dem Nee, Profil. nee, nee, nee. Das liegt am Alter, da, wo sich sozusagen die Gesichtsmuskeln einfach Ich zurückbilden und glaube, das dadurch. interessiert die Menschen nicht. Okay. Und ist es eigentlich so, dass das Ensemble aus dem Kinofilm da jetzt auch noch mal ein Honorar bekommt? Weil es ist ja eigentlich doch doppelte Arbeit. Ja, das war's zum Thema Hörspiel Stromberg, der Film. Wieder mit Kinderarbeit hergestellt in Bangladesch und teilweise auch Köln und Umgebung, weil Schauspieler und Geld, da hört bei mir dann sehr schnell der Spaß auf. Aber ganz kurz nochmal eben wegen Honorar. Also, Ja, wenn du dich da mal an diesen Carsten Chips, ja. der hat das ganze Geld ja im Prinzip. Okay, mach ich. Ja, Tschüss. wir hören.